So, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Anno 2070. Die letzte Aufnahme ist schon so lange her, dass ich schon keine Ahnung mehr habe, was wir machen. Die kann doch manchmal lästig sein. Schon gefunden, was wir machen müssen. Wir brauchen 1400 Executives. Unzufrieden bin ich nicht gerade, aber ich hätte einige Verbesserungsvorschläge. Ja, schön, wenn du Verbesserungsvorschläge für uns hast. Die Baubehörde, nicht wahr? Die kann doch manchmal lästig sein. Okay, das heißt, wir brauchen neue Häuser. Führt kein Weg dran vorbei. Moment, mal schnell schauen, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Erstmal ist wie in der vorherigen Folge haben, dass die nicht läuft. Aber gut, die läuft. Jetzt habt ihr mal kurz Kapitel gehabt. Ich hoffe, ihr entschuldigt es. Sind natürlich hier nur provisorisch, nicht dass ihr denkt, das lassen wir so. Nein, du bist hier der Boss. Wir vertrauen auf deine Fähigkeiten. Doch, wenn wir da noch ein paar mehr brauchen. Und jetzt kommt ein Meldefenster von Windows anscheinend. Aha. So. Kommt irgendwie jedes Mal, wenn man. Wenn man dieses Spiel spielt. Ich weiß nicht warum. Was soll ich sagen? Mir geht's blendend. Wir spulen gleich mal vor. Ziele sind vor allem hier, erzeugen hier drüben genug Strom. Dem Ziel werden wir in dieser Folge auch etwas näher kommen, nehme ich mal an. Dem werden wir näher kommen, indem wir jetzt gleich schon mal ich messe eine signifikante Diskrepanz zwischen ihrer Energieproduktion und ihrem Verbrauch. Was haben Sie vor? So, mal zuerst das mal wegen Energie produziert. Reicht dir doch immer noch nicht. Bauen wir einen zweiten Turm, hätte ich mal gesagt. Das war's, was ich jetzt Gedanken mache, wofür wir die ganze Energie brauchen. Erforderliches Energieniveau erreicht. Da haben wir natürlich ein Forschungslabor, ne? Dafür fehlt uns immer noch Carbon. Okay. Das fehlt also auch noch. Dann schauen wir doch uns mal an, was wir machen können. Da können wir auf jeden Fall Öl ziehen. Könnten auf dieser Insel dann theoretisch zu Carbon verarbeiten. Weil da ist Kohle, das Vorkommen, das ist voll. Gradex, wo ist der Trimaran? Der ist da. Der fährt da jetzt mal her. Und lädt für uns mal. Eine Ladung Werkzeug ein.
weil das brauchen wir hier natürlich. Sonst bringt es uns wenig Weizen dumm. Wir müssen als erstes mal Öl produzieren, damit wir unser. Damit wir unser. Jetzt müssen wir als erstes mal Öl produzieren, damit wir daraus dann raffineriertes Öl, der Raffinerie ist dieses Gebäude hier und dann zusammen mit Kohle und dem Öl Carbon herstellen können. So. Achtung, Produktionsstillstand. Das werden wir natürlich als nächstes auch dann gleichzeitig angehen. Eine gewisse andere Sache, weil wir brauchen natürlich auch andere Nahrung für die Leute oben. Dann bauen wir gleich mal 5 Stück, hätte ich mal gesagt. Die reichen fast locker. Energieversorgung mangelhaft. Und natürlich etwas mehr Energie. So. So. 2. Das ist, die Inseln sind so scheiße unter Wasser, ne? Eigentlich haben sie ja gesagt gehabt, das wollen sie mit dem Addon ändern, größere Unterwasserinseln, aber eigentlich ist genau das Gegenteil, was jetzt. Sieht man jetzt in dem hier nicht, weil das ist noch alles vorm Addon. Aber dennoch, die sind vorher und nachher genau gleich. Beziehungsweise nachher sogar noch kleiner geworden mittlerweile. Jetzt haben wir schon 4 Stück. Das letzte schnell. So. Mach schon mal das und das. 1. Mach schon mal 1, dann brauchen wir 2, 3. 5. Dann machen wir schon mal das und jetzt brauchen wir natürlich noch mehr Energie. Beziehungsweise das, weswegen wir eigentlich hier kommen sind, nämlich Öl. Wäre auch ganz wichtig, wenn wir es anzapfen würden. Und natürlich immer noch Energie. Dann haben wir eine neue Handelsroute. Öl. Ah, Funktionsnahrung. So. Fahren wir von da nach da und dann nach da. Da oben laden wir Öl ein. So wie das. Hier laden wir Öl aus. Dafür Carbon ein. Da laden wir Carbon aus und das aus.
mal schon mal das. Jetzt müssen wir da natürlich auch noch ein paar Leute aussteigen lassen und so. Natürlich sind wir da jetzt wieder ordentlich im Minus, also ich versuche da natürlich jetzt schon ein wenig nachzuregeln. Warum wir im Minus sind, ich kann es mir auch vorstellen, ist ganz einfach diese... Die Inseln hier, wo die drauf sind, die ist nur sehr gering. Jetzt also fehlt mir nur noch eine Frau dafür. Wäre vielleicht auch mal besser, die besser auszubauen. So, und ich bin natürlich wieder so doof und hab's jetzt mittlerweile vergessen. Nämlich einen Stopper zu stellen. Also muss ich jetzt mal kurz auf die Aufnahme schauen. Habt ihr wieder kurz ein schwarzes Bild? Dass sich das beides im Hintergrund anscheinend nicht verdreckt. Beides läuft, also Anno im Hintergrund. Und das Aufnahmeprogramm vertragen sich nicht, wenn beides gleichzeitig läuft. Heißt, gehe ich aus Anno raus, wird Anno sofort minimiert, damit ich ins Aufnahmeprogramm kann. Find's irgendwie dämlich, aber gut. Ich wurde endlich in die Abteilung 7 versetzt. Jetzt darf ich auch in dem neuen Hightech-Labor arbeiten. Jetzt soll doch erst noch mehr. Wann habe ich euch den Mini jetzt alle gelöst? Gibt's doch nicht. Warnung. Produktion gestoppt. So. Suche natürlich die eigene Liste, ne? Wie die Verhältnisse, aber ich hab sie schon wieder verloren, ne? Beziehungsweise ich habe sie verlegt, muss man sagen. Warnung. Produktion gestoppt. Ach, da liegt sie. Eieiei, wo liegt sie denn da noch? Okay. Das richtige Verhältnis haben wir auf jeden Fall benutzt. Kein Wunder, dass alle hier herziehen wollen, wenn unsere schöne Stadt dauernd im Fernsehen gezeigt wird. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die 1600 Executives schaffen, damit wir da oben das Monument endlich mal fertig bauen können. Weil das kostet uns momentan auch nur Kosten. Wurde die Baugenehmigung endlich erteilt? Natürlich! Stopp. Ich hab gedacht, wir brauchen alle hier 1600 glauben an ihre Vision. Das spürt man. Sogar. Jetzt brauchen wir natürlich Windräder. Mehr Wind, oh Gott. Sieht ja schon mal ganz schlecht aus. Ah, da vorne haben wir noch nichts. So, jetzt haben wir erstmal wieder wegen Energie. Alle hier glauben an ihre Vision. Und da der Bau voranschreiten. Lassen wir mal laufen, weil währenddessen bauen wir hier an der dicke Insel jetzt mal weiter. Dem wir genug Bauzeit haben. Was kein Problem ist, bei mir lassen da mal zwei Ladungen wieder fahren. So. Das heißt, brauchen wir auf jeden Fall ein wenig Frachtlaucher da. Registriere Energieknappheit. Schalten wir halt beide wieder ein, Rixer. Auf jeden Fall erstmal mit dem Bauzeilen da.
nur da Bauzellen, Werkzeug haben wir jetzt erstmal was da. Jetzt können wir die Akademie sozusagen bauen. Ist die wirklich hier auf? Hier. Können wir doch dann theoretisch, was sollen wir jetzt erforschen? Elektrokondensator, könnte es sein. Ja. So. Hast du Bauern? Sie haben den Elektrokondensator? Sehr gut. Erforderliches Energieniveau für Modulentwicklung ermittelt. So, jetzt mal kurz auf langsam. Na gut, können wir auf schnell weiterlaufen lassen. Jetzt haben wir das erste Modul fertiggestellt. Um das zweite jetzt herzustellen, brauchen wir schon 500 Energie. Und bauen wir Einnahmen, wir sind da ziemlich sehr... Wir machen hier keine großen Sprünge, aber wir kommen zurecht. Gut, ihr könnt da mal ein mehr zahlen wieder. Dann passt, ich sag schon wieder. Achtung, Produktionsstillstand. Mal einfach mal vergrößern, hätte ich mal gesagt. Das ist ein Einflussbereich. So. Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Dann brauchen wir natürlich wieder mehr Energie. Dazu brauchen wir 30 Glas. Warentransport auf Handelsroute. Sie haben den Gamma-Komplex reaktiviert. Ich kann den Energietransfer dorthin messen. Was wir auf jeden Fall jetzt treffen müssen, ist Vorbereitungsmaßnahmen, um diese Insel hier zu schützen. Weil es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis Phasen uns eigentlich mal angreift. Wäre nur vom Vorteil eigentlich für uns anzugreifen, also von daher. Wird er das mit Sicherheit auch machen demnächst jetzt. Wie es aber weitergeht, seht ihr nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss.